Gerade Dezember kann hart sein. Trotz dieser düsteren Stimmung gehst du halt raus und gehst ins Wasser. Nach der 10. Welle, die man tauchen muss, denkst du, ich kann nicht mehr, mein Kopf explodiert. Der Traum war immer, mit der Kamera ins Wasser zu gehen. Das dabei sein und die Energie zu spüren, die das Meer hat. Es gibt einige Surfer, die sagen, St. Peter kann man nicht surfen. Das habe ich vor allem in den ersten Jahren ganz oft gehört. Leute haben mich ausgelacht, dass ich hier surfen gehe. Bis sie irgendwann gemerkt haben, so, ey, der Typ surft wirklich. Ich bin Tobias Zehmeier. Meine Leidenschaft ist Surfen, Skateboardfahren, Musik, die Kultur und alles, was das Ganze umgibt. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und betreibe einen Surfshop. Sieht gut aus, also wir hatten wahnsinnig viel Wind über Nacht. Der Wind geht runter. Ist wieder ein großes Fragezeichen. So, die Sandbänke verändern sich und niemand weiß immer so genau, was passiert jetzt eigentlich heute. Von daher ist immer eine große Wundertüte. Ich lass mich überraschen. Alles klar. Los geht's. Ich bin nicht aus Nordfriesland. Ich komme eigentlich aus dem Frankenland, weit weg von der Küste. Bin irgendwann Hamburg gekommen als Snowboardverkäufer. Hab gemerkt, die Berge sind viel zu weit weg. Mir war damals bewusst, als ich aus Hamburg aufgebrochen bin, ich muss an einen Strand leben, an einen Ort leben, wo man auch surfen kann. Ich bin Nina Uffelmann, ich bin 31 Jahre alt, bin Psychologin und arbeite online. Ich habe Zwillinge und lebe zusammen mit meinem Partner und meinen Zwillingen in Norddänemark. Wenn es gut läuft und die Kinder gesund sind, ist ja auch wichtig, ne? dass die natürlich in den Kindergarten gehen können, fit sind, dann kann ich schon, wenn es die Wellen hergeben würden, keine Ahnung, 4, 5, 6 Mal die Woche surfen gehen. Ist schon möglich. Hier sind wir jetzt im schönen Thü. Und hier, Vorpeur, ist der Ort, von dem ich glaube, dass es halt die besten Wellen gibt. Dann sieht man hier einmal schön die Lange Mole. Wunderbarer Windbreaker sozusagen. Oder schützt gut vor dem Wind. Und hier ist die Kurze Mole, von der ich hoffe, dass sie auch geht. Ich sehe hier gerade, es ist ein ganz guter Swell da, also eine ganz gute Dünung sozusagen im Wasser. Und sehe 3 Meter bei 10 Sekunden aus West-Südwest und das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Ich würde sagen, dass es grundsätzlich leicht ist, irgendwo umzuziehen und anzukommen. Also ich finde, es braucht immer auch eine Mühe von deiner eigenen Seite aus. Wir wussten schon immer, dass wir am Meer leben wollen, weil sowohl mein Partner als auch ich sehr gerne surfen und wollten, dass es Teil von unserem Alltag ist. Ich scroll gern Küsten ab auf Google Maps und überleg mir, wo gute Wellen sein könnten. Und natürlich sieht man hier oben, ist die Nordsee und es gibt so ein kleines Fenster zum Atlantik hoch. Und das hat uns überzeugt, der Sache eine Chance zu geben. Und wollten im Jahr 2020 umziehen, als die Corona-Pandemie kam. Und in Dänemark waren die Kindergärten offen und man durfte auch surfen. Sodass wir dann im Endeffekt hergefahren sind, eigentlich gleich mit der Intention, eine Wohnung zu suchen. Außer wir sagen, wir finden es ganz schrecklich. Ja, und haben uns hier niedergelassen.
Ja, da es heute relativ unsicher ist, würde ich so ein mittellanges nehmen. 7-10 Bonzer, damit kann ich alles surfen. Würde ich auf einer einsamen Insel stranden, wäre das das Board meiner Wahl. Ich habe seit Tag 1 in meinen Öffnungszeiten etwas Kleingedrucktes stehen. Das steht bei Wellengang 2 Stunden vor Hochwasser geschlossen. Wenn die Wellen wirklich gut sind, dann sind wir surfen, denn darum machen wir das. Wir machen es aus dem ganzen Herzen. Das Surfen ein Stück weit in seinen Alltag zu bekommen, das macht die Ostsee halt besonders. Ich bin Malte. Wenn ich nicht gerade arbeite, bin ich in der Ostsee oder versuche in der Ostsee zu surfen. Und ich bin heute auf der Ostsee. Sonne soll auch rauskommen. Können wir es werden. Meistens, wenn wir in der Ostsee unterwegs sind, dann haben wir auch immer starken Wind, den wir auch brauchen, damit es Wellen sind. Man hofft natürlich immer, dass es dann der Tag ist, der ganz besonders ist. Jo, moin Finny. Du, Forecast ist immer noch stabil. Sonne soll auch rauskommen. Ich glaube, wir haben einen ganz geilen Surf und hoffentlich auch ein paar coole Fotos nachher. Ich würde mich jetzt auf den Weg machen, melde mich nochmal, wenn ich da bin und bis dann. Ciao. Natürlich fragt man sich manchmal, ey, lohnt sich das jetzt gerade irgendwie bei 5 Grad Regen, starkem Wind ans Meer zu fahren und dann 1,5 Stunden jetzt nicht die besten Wellen zu surfen. Keine Menschenseele, der Strand ist leer. Wunderschön. Ich genieße das. St. Peter-Ording, das war meine erste Erfahrung an den norddeutschen Strand. Und ich kann mich noch an den Moment erinnern, als wir über den Deich hier gefahren sind. Zum ersten Mal diesen super breiten Strand gesehen habe und diese Weite wahrgenommen habe, den Wind und alles und das war für mich sofort ein Moment, der mich gefesselt hat. Ich fand damals Nordfriesland sehr, sehr spannend. Es war extrem ruhig. Für mich haben schon immer die Uhren hier, als ich ankam, langsamer getickt. Das fand ich sehr spannend. Alles war suche, wie man hier sagt, ruhig, entspannt. Mich hat die Landschaft fasziniert hier einfach und die Menschen waren sehr ehrlich und einfach nordisch, das mochte ich von Anfang an. Es gibt so einen Index, wo man tatsächlich auf der Europakarte angucken kann, wie glücklich die Menschen in verschiedenen Regionen sind. Und die habe ich tatsächlich sehr zu Rate gezogen, diese Karte, für meine Entscheidung. Und die hat natürlich auch für Dänemark gesprochen, weil die Lebenszufriedenheit einfach sehr hoch ist. Teilweise Bedingungen, da hast du irgendwie 4 Grad Wassertemperatur, du hast minus 7 Grad Lufttemperatur und dann noch einen richtig starken Nordostwind. Also es ist wirklich es tut teils auch weh. aber irgendwie, ja, es hat so was Absurdes, finde ich, surfen zu gehen und es ist eigentlich tiefster Winter. Wenn man es noch nicht kennt, dann hat es was Absurdes. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Kälte eigentlich auch so, was das Surfen angeht, schon störend ist. Sie werden halt irgendwann die Füße taub, die Hände taub. Wenn die Füße taub sind,
geht ein Großteil deiner, oder kann es passieren, dass viele deiner Take-Offs, also wenn du aufspringst auf dem Brett, dass die daneben gehen, deine Füße nicht gut positioniert sind auf dem Brett. Das bringt schon viele Herausforderungen auch mit sich. Ja, die Natur hat dieses Raue, ne? Das finde ich, reizt mich sehr, dieses unberührte Raue. Ich finde das Licht irgendwie besonders, wenn es denn mal da ist. Und irgendwie hat es auch was. Also gerade Dezember kann hart sein, weil es so dunkel ist, weil die Wolkendecke so dicht ist, dass du auch wirklich, also dein Körper braucht mehr Licht, um wach zu sein am Tage. Und dann hat es aber irgendwie trotzdem was, weil du trotz dieser düsteren Stimmung gehst du halt raus und gehst ins Wasser. Es sieht schwieriger aus. Die meisten Surfer sitzen an der kleinen Mole. Und die Welle läuft aber nicht mehr so richtig gut. Also leider nicht so gut wie erhofft, aber immer noch auf jeden Fall surfbar. Ich wollte das Stadtleben hinter mir lassen. Ich wollte aus so einer Mühle raus, in der ich gefangen war, gefühlt. So eine Arbeitsmühle auch. Hab so ein kleines typisches Aussteigerleben eigentlich gemacht. Wohnmobil gekauft, Jobs gekündigt, haben 20-Stunden-Job in Fahrradverleih gemacht damals. Das erste Jahr, wahnsinnig viel Zeit gehabt, um zu leben, um surfen zu lernen vor allem auch. Das war total geil. Schwabbelig als erwartet. Aber wir kriegen noch mehr Wasser. Es könnte noch besser werden. Wir finden eine Welle. This magic moment. So different and so new. Was like any other until I met you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Ich bin am Ende wirklich happy über jede Welle. Wir sind nicht wählerisch, wir surfen eine kniehohe Welle, genauso wie eine riesengroße Sturmwelle, die völlig unkoordiniert auf uns herabfällt. Wir versuchen einfach Spaß zu haben und alles mitzunehmen. Nach der 10. Welle, die man tauchen muss, das ist wie ein Gehirnbrand. Ich denke sogar, ich kann nicht mehr, mein Kopf explodiert. By the look in your eyes, sweeter than wine. Problematisch wird's, wenn ich mich nicht bewege. Es gibt diverse Leute, die behaupten, sie pinkeln nicht in ihre Neoprenanzüge. Ich glaube denen alle nicht. Whenever I hold you tight, this magic moment. Ich bin einfach in einem Flow drin und das Wasser bewegt sich, jede Welle ist anders, du selbst bist in Bewegung und das ist so wahnsinnig komplex und Liebe, es ist schön. Save the last dance for me.
Ich kann mit Stolz sagen, dass ich eine Szene in St. Peter-Ording aufgebaut habe, die vorher nicht existiert hat. Und das ist sehr schön. Wir haben eine total herzliche, offene Szene. Wir wollen den Leuten vermitteln, wir haben Spaß auf dem Wasser. Wir machen hier keine Competition, wir machen keinen Wettkampf daraus. Sondern wenn es geht, versuchen wir uns die Wellen zu teilen, Partywellen zu surfen und eine gute Zeit zu haben. Darum geht das. Einfach nur Endorphine, würde ich sagen, in mir komplett. Also es erfüllt mich komplett. Solange ich in Bewegung bin, ist kein Problem. Nur jetzt wird es Zeit, ab unter die Dusche und dann an die Arbeit. Es ist, glaube ich, immer noch nischig, weil viele sich gar nicht vorstellen können, dass es überhaupt möglich ist, in Deutschland an der Ostseeküste zu surfen. Ich bin jetzt seit, ich weiß nicht, ich glaube, richtig aktiv. Muss so 2011 gewesen sein. Und damals war es im Winter noch sehr, sehr leer im Line-Up. Heutzutage triffst du da auch mal gut 150 Leute. Das ist natürlich in der Ostsee immer ein bisschen. Sagen wir Aufregung bzw. Angst, dass es gar nicht geht. War schon ein Stück weit überrascht, wie gut die Wellen reinliefen. Das ist alles windgetrieben. Das heißt, meistens, wenn wir in der Ostsee unterwegs sind, dann haben wir auch immer starken Wind. Das ist schon sehr, sehr viel Wind. Das sind eigentlich die Tage, wo dann am Strand auch kein anderer mehr ist. Hier kommen ja zwei Sachen zusammen. Das ist einmal das Fotografieren. Klar, Fotografieren, wenn du die Basic kennst, dann ist es das eine. Aber du musst halt, das Schwerste ist, glaube ich, gerade bei der Ostsee, wenn viel Wind ist, dass man halt am richtigen Fleck ist, wenn der Surfer kommt. Ne? Also ist natürlich hier durch den ganzen Kappel, durch die Strömung, ist das meistens die Challenge, dass du halt einfach richtig sitzt. Und dann auch in dem Moment, wenn der Surfer eine Welle nimmt, halt auch dann die richtige Perspektive hast. Wenn es halt eine klare Peak gibt, wie es jetzt hier in der Ostsee der Fall ist, ist das halt hier und da auch mal ein Glücksspiel. Los geht's. Also der ganze Kopf tut wirklich weh und auch so, dass ich da manchmal irgendwie versuche, den Duckdive zu machen und das Wasser irgendwie aus, den Kopf irgendwie aus dem Wasser draußen zu lassen. Es fühlt sich so an, wie wenn man kennt das Gefühl, wenn man in ein Eis beißt. Das ist ein sehr unangenehmer Schmerz an den Zähnen und es wird tatsächlich Ice Cream Headache genannt, weil dieser Schmerz überträgt sich auf den ganzen Kopf.
Ja, es gibt so einzelne Aspekte, mit denen ich mich schon mit einem psychologischen Blick quasi auseinandergesetzt habe. Angst ist auch eine Emotion, für die man Platz schaffen kann in sich. Angst ist in der Regel kein guter Ratgeber, tatsächlich. Andere Emotionen sind das, aber Angst nicht unbedingt. Und für die kann ich Raum schaffen und gucken, kann ich trotzdem das tun, was mir wichtig ist. Und das bedeutet dann eben zum Beispiel, sich auch mal in größere Bedingungen reinzusetzen, wo ich Angst habe. Und irgendwann gewöhnt sich der Körper dran und der Herzschlag wird da niedriger. Genau, so geht Angst weg, durch sich hineinwerfen sozusagen. Aber doch, war cool. Es läuft mal hier eine Welle, mal da eine Welle. Ist jetzt keine Bank, die irgendwie runterläuft wie in Indonesien oder so. Ja, aber es war trotzdem cool. Meine Füße sind kalt. Ich glaube, jegliche Energie hat meinen Körper verlassen. Ich bin hungrig. Hungrig und kalt. Surfen bedeutet für mich ja eine Quelle der Erholung. Also wirklich, obwohl man sich körperlich so stark wirklich verausgabt, es ist wie ein Gefühl von satt sein und entspannt und glücklich sein. Ich fühle mich richtig gut. Es ist einfach eine Sache, die so ein schönes Gefühl in dir auslöst. Ja. Wenn ich mit jemandem unterwegs bin, mit meinem Bruder oder mit Malte, das ist schon so eine kleine eingeschworene Gruppe, mit der man dann immer unterwegs ist. Ich kombiniere das eigentlich immer ganz gerne. Oft nehme ich mein Brett, springe erstmal eine Runde rein, wechsle dann auf die Kamera. Der Traum war eigentlich immer, mit der Kamera ins Wasser zu gehen. Das dabei sein und die Energie zu spüren, die das Meer hat. Ich trage
wenn ich fotografiere, immer einen Helm. Die Gefahr ist mir einfach zu groß, dass es mal zu einem Zusammenstoß kommt. I was on the beach, but I was thinking about the bay. Got to the bay, but by then I was far away. I was on the ground, but looking straight into the sun. But the sun went down and I couldn't find another one for a while. Beim Fotografieren ist es einfach so, du bist halt permanent im Wasser, ne? Immer in der Impact Zone, also immer da, wo eigentlich die Wellen brechen. Und da merkt man das schon, dass es deutlich schneller kühler wird. Bei der Surffotografie kommt halt dazu, dass du am Ende auch erstmal es schaffen musst, in der richtigen Position zu sein. Also du hast Wellen, du hast Bewegungen im Wasser, du hast Strömungen. Und da zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, da kommt halt einfach sehr, sehr viel zusammen. Finger ein bisschen kalt, die Heizung läuft. Also eigentlich schnell ausziehen und ab in den Van. War wieder wartet, Ostsee, kapplig, aber ganz nette Wellen dabei. Ganz fresh. Ich meine, wir fahren jedes Mal zusammen los und haben von jedem Trip, wo Malte irgendwie dabei ist, coole Fotos, coole Aufnahmen, geile Erinnerungen. Das ist einfach megamäßig. Und selbst bei solchem Wetter, bei so einer grauen Suppe, wie wir sie heute hatten, ist irgendwie trotzdem ein mega geiles Bild dabei rausgekommen. War schon sehr rough, also wir hatten zwischenzeitlich neben dem Wind, Regen, der Himmel war grau, also wir hatten wenig Licht. Am Ende sind da tolle Fotos entstanden, die genau diese Situation auch widerspiegeln. Also genau das, was ich eigentlich auch möchte. Also für mich macht ein gutes Bild eigentlich aus, wenn es den Moment einfängt und ein bisschen dokumentiert, was da passiert ist. Dass es halt stürmisch ist, dass es kalt ist. Und das alles einzufangen und zu versuchen, dann hinterher zu erzählen, und anderen Leuten zu zeigen, wie es ist, bei uns in der Ostsee zu surfen, das macht für mich eigentlich ein perfektes Bild aus.